Leute, ihr wollt echt den Tag des Unkrauts feiern? Schau mal, am 28. März. Okay. Ah, es ist auch Tag der Schwarzwälder Kirschtorte. Da bin ich doch dabei. Herzlich willkommen bei YamTamTam. Wir machen heute Schwarzwälder Kirschtorte. Und wie der Name schon sagt, eine Torte. Da gehören sehr viele Dinge rein. Die räume ich jetzt aber erstmal ein bisschen zur Seite, damit wir Platz haben, um den Teig zu machen. Für unseren Teig brauchen wir Zucker. Dazu kommt eine Prise Salz. Und sage und schreibe 7 Eier. Denn wir machen einen Biskuitboden und wir wollen ja, dass er schön locker wird. Kurz vor Weihnachten habe ich einen japanischen Koch kennengelernt, der hier zu Besuch war mit seiner Assistentin. Und die sind berühmt für ihr japanisches Omelett. Und seine Assistentin konnte in der Sekunde 3 Eier gleichzeitig aufschlagen. Das war total krass. So, das Ganze schlagen wir jetzt ungefähr 20 Minuten auf. Und es ist total interessant, weil es ist erst so bräunlich und dann wird das weiß und fast steif. Also, wenn ihr denkt, oh, ich habe keinen Bock mehr, das ist leider nötig, denn umso länger ihr schlagt, umso leckerer wird es. Ihr seht jetzt, es ist von so dunkelgelb in so ein schönes Vanillegelb übergegangen. Also es ist wirklich interessant, da einfach auch zuzugucken. Aber wir müssen noch ein bisschen schlagen. Wenn ihr euren rechten Arm nicht mehr spürt, dann ist es genau richtig. Nein, war nur ein Scherz. Also ihr seht, es ist tatsächlich A, riesenviel und B, weiß geworden. Also ja, abgefahren. Das stellen wir mal kurz auf Seite. Und mischen all die trockenen Komponenten zusammen. Wir brauchen Mehl, Speisestärke, ein bisschen Backpulver und es soll ja schließlich Schokoteig werden, deswegen Kakao. Als dritte Komponente brauchen wir auch noch Butter, aber diesmal reicht es nicht, dass sie weich ist, sondern wir brauchen sie zerlassen. Während die Butter weich wird, können wir schon mal unsere Mehlmischung hier reinsieben. Wir wollen nämlich keine blöden Mehlklümpchen haben. Boah, seht ihr, wie viel Luft da drin war, dass es jetzt so reinflafft? Es hebt sich schon von alleine unter. Gut. Okay, es ist einfach weg. In eine Paralleluniversums-Torten-Galaxie. Ja, wir müssen es aber trotzdem nochmal unterheben. Wo ist es hin? Es ist einfach weg. Dieser Moment, wenn du einen Kuchen backen willst, aber einfach ein schwarzes Loch geschaffen hast. Ah, hier ist es. Ich habe es wiedergefunden. Wenn ihr eure ganze Mehlmischung untergerührt habt, dann holt ihr eure zerlassene Butter und gießt die rein. Und das Ganze heben wir nochmal unter. Unterheben, nicht rühren, weil sonst rührt ihr die ganze Luft raus. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass er schön fluffy bleibt. So, mit dem Teig sind wir fertig. Und jetzt muss er natürlich auch irgendwo rein. Ihr holt euch ein Backblech, auf das legt ihr Backpapier und einen sogenannten Tortenring. Da kann man einstellen, wie groß das sein möchte. Da hat man vielleicht ein bisschen Angst, dass es rausläuft, aber ihr müsst einfach schnell sein, das sofort da reinstellen und das wird dann auch sofort hart. Also, ready, steady, go. Und das kommt jetzt in den Ofen. Ihr riecht es schon. Und wenn ihr es riecht, dann ist es soweit, ihn rauszuholen. Unser wunderschöner Biskuitboden. Der muss jetzt komplett abkühlen, bevor wir den weiterverarbeiten können. Deswegen bringe ich den jetzt schnell raus und dann kümmern wir uns um unsere Kirschfüllung. Für unsere Kirschfüllung habe ich hier Schattenmorellen, schönes Wort finde ich. Und davon brauchen wir den Saft, den erhitzen wir in einem Topf. Ich habe mir gerade die Hände eingecremt. Tja. Danke. So, dann hole ich mal ein Sieb, weil die Kirschen brauchen wir auch. Oh Gott,
Oh, hat geklappt. Kennt ihr das bei Mario Party? Da gibt es so ein Spiel, wo man um die Wette Bonbons aus einem Glas schütteln muss. Und genau das ist das hier gerade. Jetzt. Zack, die kommt zur Seite. Und das soll so ein bisschen andicken, deswegen machen wir das jetzt mal heiß und schmeißen dazu ein bisschen Speisestärke. Ja, das ist auf jeden Fall genug, glaube ich. Dazu eine Prise Zimt und ein bisschen Zucker. Außerdem der Saft einer halben Zitrone. Das Ganze verrühren wir mal. Wichtig ist, dass die Speisestärke sich schön auflöst, weil sonst hat man so einen fetten Klumpen oder sie brennt unten an und das wollen wir natürlich nicht. Leute, diese schwarzen Nupsis, die da rumflirren, sind übrigens dann nichts Angebranntes, sondern einfach nur Kirschreste. Außer es riecht angebrannt, dann ist es auch angebrannt. Meins ist jetzt schön dick geworden, seht ihr? Flupp, ein bisschen wie Marmelade. Und da schmeißen wir jetzt die Kirschen wieder zurück. Ich wusste, das war eine schlaue Idee, nichts Weißes heute anzuziehen. So, alles gut miteinander verrühren. Und das stellen wir jetzt erstmal zur Seite und kümmern uns um unsere Sahnefüllung. Wir müssen jetzt erstmal unsere Gelatineblätter in Wasser einweichen. Guck mal, wie schön die aussehen. Ich muss immer an Lebkuchenhausfenster denken, wenn ich die sehe, weil wir die immer dafür benutzt haben. So, ich hole mir erstmal einen Topf. So, und hier schmeißen wir die jetzt rein. Das lassen wir jetzt mal so 5 Minuten einweichen und in der Zeit schlagen wir schon mal unsere Sahne steif. Dazu kommt auch noch Zucker. Und das schlagen wir jetzt auf. Das ist mal eine Menge Sahne heute. Jetzt können wir unsere Gelatineblätter ausdrücken. Auch ein bisschen, als wenn man eine Qualle am Strand findet. Aber Quallen sind meine Lieblingstiere, deswegen finde ich das auch ein bisschen gut. Schmeißen unsere Gelatine wieder rein und stellen das auf den Tisch. Wir erwärmen jetzt die Gelatine auf mittlerer Hitze und wenn die so gut wie flüssig ist, so wie jetzt, dann können wir anfangen, erst 2 Löffel verrühren, dann nochmal 4 Löffel verrühren und dann kippen wir das Ganze wieder zurück. 1, 2. Und nochmal 4 Löffel. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr alles gut verrührt habt, dann kommt das wieder zurück. Und nochmal kurz mit dem Rührgerät rein. Die stelle ich jetzt mal zum Abkühlen in den Kühlschrank und dann können wir uns der großen Aufgabe widmen, die Böden auseinanderzuschneiden. Unser Kuchen ist jetzt schön abgekühlt und damit wir gleich nicht so viel Ärger haben, würde ich den jetzt oben erstmal so halbwegs gerade schneiden. So. Der hier ist jetzt nicht so mega hoch. Ich schneide den jetzt einfach einmal in der Mitte durch. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Und mir fällt das immer ein bisschen schwer, den super gerade zu schneiden mit einem Messer. Deswegen ist ein Trick von mir, einfach Zahnseide ohne Geschmack zu kaufen. Und das ist dann quasi wie ein Tortenschneider, nur dass es nichts kostet oder vielmehr weniger. Okay, das wird jetzt hier eine persönliche Sache. Mit vollem Körpereinsatz heute, habt ihr es gesehen? So, dann gucken wir doch mal, wie gut das geklappt hat. Das obere Stück ist ja immer ein bisschen schief, deswegen nimmt man das für unten. So, und darauf schichten wir jetzt alles und tränken die Böden und dann kommt quasi die Seite von hier unten geflippt auf da oben und dann hat man einen total geraden, schönen Abschluss. Wir tränken jetzt erstmal den Boden mit Kirschsaft. Wachsen eigentlich so viele Kirschen im Schwarzwald? Haben die deswegen auch diese super geilen Hüte? Ich finde tatsächlich die Trachten vom Schwarzwald mega cool. Da fühlen sich jetzt bestimmt alle Münchner auf den Schlips getreten, aber ich muss sagen,
Es ist ja auch so ein bisschen dönelig, ne? Aber es ist irgendwie noch ein bisschen cooler einfach. Auch mit diesen riesigen viereckigen Dingern, die aussehen, als hätten sie irgendwie riesige Torten auf dem Kopf. Das trifft halt einfach genau meinen Geschmack. Kommt jemand von euch aus dem Schwarzwald? Hat jemand von euch jemals diesen geilen Hut getragen? Schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. So, auf den hier auch. Jetzt gibt es kurz eine Schweinerei wegen all den Krümeln. Ready? 3, 2, 1. Der kann da schon mal kurz chillen. Und wir schichten jetzt hier unsere Schichten. Na, ihr wisst schon. Als erste Schicht haben wir unsere eingekochten Kirschen und als zweite Schicht dann die Sahne. Damit das nicht alles da an der Seite wieder runterfließt, holen wir unseren Tortenring wieder und legen den wieder drumrum, weil dann kann erstmal nichts passieren. Und los geht's! Flatsch! Und das Ganze schön verteilen. Aber nicht ganz an den Rand, sondern ungefähr so 1 Zentimeter davor. So. Das sieht sehr gut aus. Ich hole mal unsere Sahne. Boah, es ist so fluffy. Ich glaube, es wird eine hervorragende Torte. Ich habe es jetzt so gut wie es geht versucht gerade zu machen. Wie das immer so ist bei Torten, naja, geht schon irgendwie. So, und da versuchen wir jetzt vorsichtig den Deckel wieder drauf zu kriegen. Sollen wir vielleicht ein bisschen Gewalt anwenden? Ein bisschen zärtliche Gewalt. Okay, gut. Juff. Der kommt jetzt für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Ein Kameramann muss. Hallo. So. Jetzt gibt es noch ein paar Deko-Tipps. Und zwar wollte ich nicht einfach nur normale Schokostreusel drauf machen, sondern außen um die Torte will ich so riesige Schokosplitter quasi, dass es wirklich aussieht wie so Baumborke. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und zwar müssen wir als erstes Schokolade schmelzen. Wir machen wie immer ein Wasserbad. Hacken unsere Schokolade klein. Bam. Das kommt alles hier rein. Okay. Alles ist flüssig. Dann nehmen wir das mal runter. Ihr müsst immer aufpassen, dass ihr euch nicht am Dampf verbrennt. Und dann rauf mit der Schokolade. Und jetzt verteilt ihr das einfach über das gesamte Backpapier. Boah, ist auch ein bisschen wie im Kunstunterricht hier. Okay, und jetzt kommt der Trick. Wir rollen das nämlich ein. Und unser Schokoröllchen kommt jetzt in den Tiefkühler. So. Aber es muss ja auch noch was oben auf die Torte rauf. Deswegen holen wir uns jetzt einen Sparschäler und eine Tafel Schokolade und raspeln da so große Späne ab. Schokospäne. Hm. Tja, gut. Geht das noch? Ja. Also je nach Druck und Winkel und Länge der Schokolade könnt ihr da echt variieren. Aber ihr könnt natürlich auch einfach in den nächsten Edeka steppen und Schokostreusel kaufen. Also ihr müsst das nicht machen, je nachdem, ja, wonach euch ist. Aber ich finde es sehr entspannend irgendwie. Irgendwie hat es jetzt auch Spaß gemacht. Für unsere Außenbeschichtung nehmen wir einfach wieder Sahne und ein Päckchen Sahne steif und schlagen das Ganze auf. Und weil es heute noch nicht genug war, noch ein bisschen Sahne. Okay, heute ist es besonders spannend, weil ich mein Kleid sehr gerne mag. Glück gehabt. Dann haben wir es tatsächlich endlich geschafft und können unsere Torte aus dem Kühlschrank holen. Bam. Wow. Und jetzt decken wir einfach ein. But.
Das muss nicht so super ordentlich sein, weil da kommen ja eh die Streusel drauf. Torten machen ist natürlich immer ein bisschen aufwendig, ne? Aber ich finde, wenn man es dann erstmal geschafft hat, ist man so richtig satisfied irgendwie. Und ist dann auch ein bisschen stolz auf sich, dass man es durchgezogen hat und es nicht in einer kompletten Katastrophe geendet ist. Also es ist nicht so, als wäre nicht die ein oder andere Torte bei mir in einer kompletten Katastrophe geendet. Aber man wird ja besser mit der Zeit. In diesem speziellen Fall hier muss das auch nicht so super ordentlich sein, weil wir ja noch unsere Schokosplitter vorbereitet haben. Und die werden wir ja draußen dran kleben. So, dann holen wir mal unsere Splitter aus dem Tiefkühler. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mega gut. So, und die hier ballern wir jetzt einfach außen dran. Ein bisschen rough, aber finde ich mal ganz geil. Und jetzt füllen wir den Rest Sahne einfach in eine Spritztülle, machen hier oben noch flip, 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 unsere Häufchen drauf. Und wenn wir schon so schöne Schokofinger haben, dann machen wir hier oben auch noch unsere Schokostreusel drauf. Und los geht's. So, und jetzt kommt das Beste, nämlich Cocktailkirschen. Ich liebe die. Ich habe als Kind meine ganze Packung gefressen, weil ich einfach völlig außer Kontrolle war und mir war so schlecht danach. Also ich kann euch aus Erfahrung sagen, esst vielleicht nicht die ganze Packung auf einmal. So. Und da kommt jetzt klassisch überall eine drauf. Ich finde, das ist jetzt designtechnisch eine gute Fusion aus meine Oma hat es gemacht und ich möchte was Neues ausprobieren. Und die letzte. Yay! So, jetzt kommt aber das Beste, nämlich ein Stück rausschneiden und kosten. Das ist echt eine Monstertorte geworden, mein Gott. Wow! Bam! Was für ein Monster. Aber ich bin sehr stolz. Guckt euch an, wie schön sie aussehen. Zeit zum Kosten. Es ist vielleicht heute ein bisschen aufwendig, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist mega lecker geworden mit diesem Schokoteig und was Fruchtiges von den Kirschen. Und dann kommt so ein bisschen was Frisches von der Sahne. Also ich bin sehr gespannt. Falls ihr das zu Hause nachmacht, schickt mir gerne ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben für Schwarzwälder Kirschtorte. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Bis dann. Tschüss.